Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Legacy of the Void Replay Cast. Weiter geht's mit einem ZVP auf Dusk Towers. Wir haben hier in Rot vom Team Liquid, es ist natürlich Snoot. Gegen den russischen Protoss gegenüber gespawnt in Blau, es ist ein Ladder Game. Vom Team Extreme Supremacy, es ist Coolty. Beziehungsweise Team Extreme Supremacy hat sich umbenannt, die nennt sich nichts, nämlich True Esport. Das Kurze bleibt das gleiche mit TES, aber eben der Name ist anders. Ich glaube, Logo gibt es auch ein neues, muss ich mal gucken, ob das dann schon drin ist. Ja, wir haben hier das alte Overlay, das uns schön herfährt. Snoot eröffnet hier mit der Hedge First und jagt hier mit einer Drone die Probe, aber die Probe setzt hier einen Pylon, möchte also die schnelle dritte vom Circuit verhindern und schafft das auch. Snoot wollte eigentlich Triple Hedge vom Pool setzen, aber jetzt stattdessen setzt er einfach direkt den Pool und die Drone hämmert hier fröhlich auf den Pylon ein. Wenn das in meinem Proto zu Hause gab es den Pylon plus Gateway und danach geht es jetzt hier erstmal in den Nexus. Damit steht alles Wichtige hier vom Protoss. Ja, und der Pylon wurde sogar durchgezogen, dass das Ding hier richtig lange geblockt ist. Eben auch lange keine Länge mit dazukommen können. Und die Drone müht sich hier mit dem Pylon ab. Es kommt sogar eine zweite Drone mit dazu, damit die Sache doppelt so schnell geht. Es ist süß, wie die ihre kleinen Krallen hier ausfahren, um da dagegen zu hauen. Früher haben ja Drones noch gespuckt. Da kamen so tolle grüne Spucksträhle aus den Drones raus. Inzwischen hauen sie. Sie sind auf Faustkampf umgestiegen. Einmal Skillwechsel. Ja, Pylon nimmt mehr Damage. Probe ist ja eigentlich immer noch eine da. Die könnte tatsächlich nochmal was hinsetzen. Ein Gateway nämlich oder Core. Warum auch nicht? Cybernetic Core wird hier gesetzt. Aber wird hier doch gecancelt. Ah, wird neu gesetzt. Dachte sich, ne, das ist die Position, ist irgendwie behindert. Und setzt jetzt hier den Cybercore. Und der hat wesentlich mehr HP hier als ein Pylon. Und Snoots dritte kann hier lang nicht durchgezogen werden. Es kommen hier mehr Länge mit dazu. Die schnappen sich dann zumindest mal die Probe. Vertreiben die und gehen dann auch auf den Core, damit Snoot endlich seine dritte Basis nehmen kann. Er hat massiv Overmints, weil er einfach die Basis schon lange nehmen wollte. Auch Queens werden schon gebaut und er hat immer noch jede Menge Geld. Ja, die ganzen Dinge zusammen mit der Drone jetzt hier versuchen, den Cybernetics Core zu töten. Schaffen das auch. Der muss abgerissen werden. Bis er gecancelt eigentlich von Coolty hier. Ja, reagiert auch schon. Wird gecancelt, Snoot hat trotzdem noch massiv Overmints. Also das hat sich wirklich gelohnt hier für den Protoss. Hat den Zerg hier lange beschäftigt damit, mit zwei Gebäuden einfach. Zu Hause ist jetzt hier ein Adept bereits in der Lücke, um sie abzuschließen. Es ist ein weiteres Cybernetics Core zu Hause bereits gebaut worden. Entsprechend Warpgate ist auf dem Weg. Protoss besetzt seine Netchbull und geht in ein Stargate. Hat auch den Mothership Core im Bau, währenddessen hier drüben. Die Probe wird immer noch von Lingen gejagt, aber der Adept hilft jetzt hier aus. Ein Adept gegen sechs Linge. Wenn man ein bisschen Micro kann der relativ viel machen, aber es kommt der Surround hier von Snoot, aber der hält nicht lange, weil ein Link stirbt. Damit der Adept hier kommt, doch nochmal weg. Hält sich hier gut und ja, es kommt gleich zum Gate zurück. Damit ist ein zweiter Adept da. Snoot muss sich zurückziehen, verliert hier nochmal einen Link. Und die Adepts jagen jetzt hier mit ihrer Fähigkeit kurz die Linge. Nein, bleiben jetzt hier doch, steht cool. Hier reagiert gerade für den Moment nicht. Kommt vielleicht nochmal ran für einen Shot, aber nein, es reicht nicht ganz. Zieht hier auch lieber den verletzten Adepten zurück. Snoot hat jetzt hier mal Gas anfangen zu sammeln mit Doppelgas. Geht hier ins Speed Upgrade. Seine dritte wird jetzt dann auch bald fertig. Geht in einen schnellen Leertag und holt sich eine Evolution Chamber. Interessante Kombination hier vom Zerg. Und die ersten Adepts laufen jetzt über Richtung dritte. Da wollen ein paar Drones schon anfangen zu meinen, aber ja, das sagen die Adepts. Nein, nein. Komm hier runter und du bist tot. Und kampieren jetzt hier an der dritten. Diese supporten sich in die Netzspiel. Da ist eine Queen da. Da stirbt die erste Drone. Da geht's auf weitere Drones. Zweite Drone tot. Dritte Drone tot. Drones kämpfen jetzt hier auch gegen die Adepts. Drei Queens kommen dazu. Damit die Adepts werden die wohl nicht mehr rauskommen. Aber nehmen so viele Drones wie möglich. Sind hier bei 5, 6 Kills. Kriegen nochmal eine. Der Adept hier lebt immer noch. Nochmal eine. Nein, die wird noch zu Spawncrawler. Gut gemacht hier vom Stu. Zumindest eine Drone hier gesaved. Aber der nächste Schlag kommt bereits vom Protoss. Ein Oracle hier an die dritte. Da ist momentan nichts. Die Queens sind komplett out of position. Und da werden weitere Drones sterben. Weitere zwei Drones. Hier bereits tot, da kommen ein paar Oracle sogar noch entgeben. Lasert hier lauter Drones an. 5 tote Drones hier vom Oracle. 6, 7. Das Oracle hat hier seinen Spaß. 8er Kill hier gesammelt. Es ist fast schon die Energie leer. Schaltet hier auch nochmal. Nein, der Laser bleibt nochmal an und kriegt hier. Nein, kriegt hier keine weitere Drone. Gerade rechtzeitig weggezogen. Snoots Work-Account hat ordentlich gelitten unter der ganzen Aktion. Es ist ein weiteres Oracle hier auf dem Weg und ein weiteres wird gebaut. Also, Coolty hat hier Blut gerochen, währenddessen die Linge versuchen hier ein bisschen Schaden zu machen. Aber da ist ein Adept da gegen drei Linge, selbst mit Speed keine Chance hier für die Linge.
renne hier auch wieder weg. Weiteres Orgel kommt jetzt hier mit dazu. Snoop baut hier schon mal einen Sporecrawler. Geht hier in einen schnellen Spire. Sofern ihm seinen Drone-Verlust das erlaubt. Geht hier auch auf 6 Gas insgesamt hoch. Ist bereits auf 4. Oracle wird hier direkt abgefangen und getötet. Ja, gut gemacht hier. Das andere Oracle flog weit genug zurück. Das eine Oracle war jetzt hier ein bisschen fahrlässig verloren von Kulti. Da wurde er wohl ein bisschen übermütig mit seinem Oracle. Hat sich zu weit reingetraut und Snoop jetzt hier hat doch mal wieder Ruhe. Kann wieder vernünftig injecten an allen Basen. Hat eben richtig viel Gas in Kamm. Wenn seine, ja, genau, die Gaskassiere werden gleich besetzt. Spire ist kurz vor der Fertigstellung, es kommt plus 1 Attack für die Linge. Heißt, Snoot möchte hier wohl Ling Muta spielen. Hier sind zwei Oracles immer noch rumstehen. Das ist das dritte produzierte und das erste. Und wenn die Mutas mal da sind, haben die Oracles richtig Probleme, weil Mutas killen Oracles doch ziemlich ordentlich. Ja, Oracles hier losfliegen wieder. Ling ist kurz auf dem Weg für Snoot. Eins Brothers hat eben dahinter auch 3 Basen. Und ist auch im Supply gut vorne, weil Snoot hat sehr viel Drone Damage natürlich genommen. 57 Drones hier nur, also Protoss sogar mit dem Worker-Vorteil. Snoot jetzt hier wirft die ersten 7 Mutas an, mit seinem ganzen Gas und plus 2 Attack für die Linge. Ja, die Oracles stehen gerade hier rum, das ist tödlich für die Oracle. Mutas hier, dann wurde nochmal ein Muta gecancelt und neu gebaut. Snoot hat die Mutas in der Mainbase gecancelt und jetzt doch wieder, als Drones jetzt wieder angedrückt. Krass. Weil er gedacht hat, dass Kulti das vielleicht nicht riecht und somit er entsprechend einen Vorteil hat, wenn das ungescoutet ist. Weil Kulti hat den Spire. Der steht wo? Nein, Spire nicht gesehen. Coolerweise. Ja, und jetzt sind hier die ersten paar Muten auf dem Feld. Kleiner Muta-Trupp und der fliegt jetzt hier rüber und wird den Oracles in die Arme fliegen müssen. Die Oracles fliegen den Mutas in die Arme. Die Oracles tun wenig gegen Mutas. Mutas, ja, wo haben sie kurz überlegt, da drauf zu halten, aber nein, Snoot möchte stattdessen Economy Damage machen. Da kommt sofort Cannon plus Beilen irgendwie das Ding hier absichern. Da steht gerade nichts. Anti-Air ist auch nicht so gut hier für Kulti. Er wird jetzt hier einige Prop-Verluste hinnehmen müssen. Da kommt mal ein Stalker-Wop in und ein Phoenix wird gebaut aus dem Stargate. Aber die Mutas haben ihren Spaß, haben hier schon 4-5 Props weggekriegt. Und jetzt geht es hier nochmal an die Oracles. Und die sterben ja auch, die teuren Oracles kosten richtig viel Gas und sterben hier beide Mutas sind schneller als Oracles. Ich glaube, das ist ein High-Speed-Race und lässt sogar das Oracle wegkommen? Nein, er zieht jetzt hier nochmal Mutas drauf, möchte aber hier seine rechte Mutas wegschicken. Nein, das Oracle, das kommt nicht mehr weg, das ist hier in der Ecke. Ja, Mutas macht jetzt hier doch einiges in Damage und Snoot pumpt nochmal 5 Mutas nach, geht ein plus 1 Attack für die Muten. Ja, weitere Mutas hier, es geht bereits in den Infestation Pit. Snoot hat jetzt hier auf seine vierte gesetzt und gesichert und die Mutas halten jetzt hier den Protoss in seiner Basis. Ja, und das war jetzt hier ein bisschen nachlässig von Kulti. Er hat jetzt hier zwar 2 Phoenix, aber trotzdem, die Anzahl an Mutas, da muss man vorsichtig sein im Kämpfen, weil da sterben auch ganz schnell mal Phoenix. Man sieht schon, einer hat schon keine Schilde mehr, Mutas hier immer noch groß an zerfunden und wollen hier durchfliegen, um die Phoenix zu erwischen. Ja, da wird ein Panel angegangen, das ist ein wichtiger Panel, der kann so viel anpowern, da haben die Fortis keine Energie mehr, aber nein, Snoot hält hier nicht drauf, fliegt stattdessen raus und jetzt kommen sofort Unterstützungspanels hier. Ja, hier stehen 3 Cannons in der Mainbase, also Kulti sichert sich schon gut ab, hat jetzt hier auch dreifach Stargate, hat nochmal doppelt Stargate nachgebaut, pumpt hier 3 Phoenix raus. Parallel, hier gibt es Halluzinierte, Snoot, hab da gerade nicht drauf geschaut, hat plus 1 Attack fertig für seine Mutas, plus 2 kommt mit dazu. Ja, die Halluzinations, die Skin natürlich nur für Scouten da. Snoot währenddessen holt sie einen großen Haufen an Dinge, geht in den Hive-Tech und hat eben entsprechend Infestation Pit bereits durch. Das hatten wir vorhin schon. Phoenix kümmert sich um Overlord, es sind auch ordentlich viele Phoenix inzwischen vorhanden, kriegen plus 1 Attack. Es kommt Blink mit dazu und einfach die Anzahl an Phoenix wird jetzt hier richtig hochschießen. Wir sind jetzt bei 8 Phoenix, es werden nochmal 2 nachgebaut, wir gehen auf 10 Phoenix hoch, plus 1 Attack bekommen die 2-2 hier auch für den Protoss unterwegs, währenddessen für die Ground Army und Snoot hier mit seinen Lingen drüben, der halluzinierte Phoenix, der tut nichts. Mutaball ist inzwischen bei 19 Mutas angelangt, plus 33 Linge, Snoot hat jetzt auch vernünftige 4-Base Economy mit 77 Drones, entsprechend gutes Income. Ist im Supply knapp vorne, allerdings die Protoss Army ist beengstigend, die haben auch gute Upgrades, die Linge hier ohne Armor Upgrade schon da, also gegen die Salads ziemlich schnell. Kriegen zwar das Armor Upgrade, aber das dauert noch einen ganzen Moment. Protoss hat eben auch schon 2-2 auf dem Weg. Das ist momentan eine 1-1 Protoss Ground Army mit Phoenix Unterstützung. Und Phoenix nur dazu da, die Mutas zu kontern. Snoot baut es hier ein Fester, aber die kommen einen Tick zu spät. Snoots Spinecrawler kommen hier nicht durch. Er ist ein Fester in einer blöden Position gespawnt, wird sofort rausgenommen. Und jetzt geht's hier an die vierte und Snoot kann dann nicht vernünftig engagen. Einig Queen versucht hier, Link ist in der Nähe, aber trotzdem, ganze vierte wird vernichtet mitsamt dem Drone Count. Snoot verliert jetzt hier eine wichtige Mining Base. Und dessen der Overlord hier überlebt sogar das Streifen vom Phoenix. Der Kulti nimmt hier locker eine Basis raus, ohne groß angegriffen zu werden. Snoot sammelt sie jetzt hier mit weiteren Spinecrawlern vor seiner dritten Basis. Möchte einfach das jetzt hier defenden, möchte das hier als vierte Basis nehmen.
hat gesehen, Shit Brothers hat doch eine richtig starke Army. Ich muss hier vorsichtig sein. Kulti hat jetzt hier auch eine Mortal im Warplusen. Jetzt wieder ausgeladen. Ohne Lotus ist der Mortal gar nicht so nützlich. Es sind viele Dinge da. Es kommen weitere und weitere Mutas mit dazu. 19 Mutas hier. Es kommen nochmal 9 nach. Wir gehen auf 28 Mutas. Mit plus 2 Attack. Linge mit 2-1 Upgrades, bis es 3-1 ist auf dem Weg. Plus ein Crackling Upgrade. Nämlich Adrenal Glance. Damit die Dinger ordentlich durchhacken. Das Loot hat immer noch eine starke Army, aber ich weiß nicht, wie gut die eben im Clash gegen das hier ist. Das sind Zealots. Die kriegen eben gleich 2-2. Die haben aber noch keinen Charge, interessanterweise. Aber die sind auch nur gegen zum Buffern da, gegen die Linge. Es kommen jetzt Stalker entsprechend als Unterstützungsfeuer mit dahinter, mit Blink, eben auch besser gegen Mutas. Und es geht wieder raus hier für Kulti und Snoot muss das erneut hier irgendwie halten. Er kann nicht wieder eine Basis verlieren, sonst ist seine Economy zu weit hinten. Brothers setzt nicht währenddessen seine eigene vierte. Snoot hat jetzt hier ein paar Linge abgestellt, sieht, hier ist mal keine Basis. Und die Phoenix jetzt hier weit nach vorne. Tja, Mutas gegen Phoenix, eigentlich ist ein Infester da. Wenn der Funkel sitzt auf den Phoenix, dann hat sich dieser Fight schnell entschieden. Es ist nur ein Infester da vor allem. Heißt, dieser Funkel muss sitzen, sonst hat Snoot hier wenig Chancen. Es wird Koloss plus Arkons halluziniert, also gut jetzt hier. Mit den Mindgames versucht jetzt hier Snoot Angst zu machen mit anderen Units. Aber Arkon hier kriegt direkt Peitschen vom Spinecore. Da kommt Zinsuses auf die Spinecore. Spinecore halten die lange. Phoenix ergeht hier kurz die Mutas. Da sterben direkt ein paar Mutas. Weitere Mutter wagt hier zu weit vor. Kult jetzt hier wieder aggressiv dran. Und Snoot verliert nach und nach seine Spinecore. Hat jetzt hier die ganzen Dinge. Die Sellets hier werden kurz angegangen. Aber die vierte wird wieder fallen vom Zerg. Keine Chance, dass die überlebt. Jetzt sind hier die ersten paar Ulis draußen. Es kommen noch 3 Ulis mit dazu. Die kriegen halt Kite in das Plating. Und dann soll es hier den Go geben für Snoot. Das sind die ersten 2 Ulis da. Und da ist der eine Infester. Wo kommt der Funkel? Da kommt ein Funkel. Der trifft längst nicht alle Phoenix. Trifft nur ein Teil. Wird dadurch auch rausgenommen. Jetzt hier die Mutas mit den Ulis gegen die Phoenix. Und die Stalker. Und die Stalker blinken hier hin und her. War längst von den Lingen total zerfressen. Aber die Phoenix clearen halt in der Luft auf. Die Mutas hier keine Überlebenschance. Werden die einfach abgefarmt. Phoenix-Anzahl so groß mit aktuell 1 Upgrade, kriegen gleich 1-1. Es kommen die TTs nochmal für Kulti. Währenddessen treiben die Linge und der Ultra die ganze Ground Army zurück. Ja, hier mit TTs kann man die Linge und Ulis wesentlich einfacher defenden. Trotzdem machen die einiges an Damage. Tja, Snoot, was machst du nun? Ja, Linge werden jetzt nach und nach aufgehoben. Ulis können von Phoenix nicht aufgehoben werden. Das ist ja noch so ein cooles Upgrade. 5 Phoenix gleichzeitig können einen Uli liften. Sieht zwar vermutlich herrlich dämlich aus, aber wäre eine lustige Spielmechanik. Ja, Snoot hat hier wieder ein paar Infestoren nachgebaut und muss eben den Phoenix-Ball irgendwie loswerden, weil sonst hat der jetzt hier seinen Spaß, kann einfach über Sporkholder drüber fliegen und sämtliche Overlords mitnehmen. Snoots Mapvision entsprechend nicht gut, das ist eben so ein bisschen Creeptor, das er hat, damit versucht er es möglichst viel abzudecken, schiebt den möglichst weit, Phoenix können Gott sei Dank keine Creeptumore killen. Ja, Protoss geht hier in 3-3 Upgrades, Snoot hat gleich plus 3 Attack durch, damit die Ulis sind nicht zu unterschätzen. Das sind richtig heftige Einheiten mit eben 5-3 als Upgrades. Es kommen Infester und weitere Infester mit dazu. Die wollen jetzt hier die Infester liften. Die waren für einen kurzen Moment. Da hatten sie, versuch's mal. Ja, und Protoss nimmt hier eine eigene 5. Basis. Snoot hier immer noch versucht, seine 4. rauszukriegen. Entsprechend arm ist er momentan. Protoss setzt sich im Supply ab. Aber ja, solange man Ulis auf dem Feld hat, kann der Zerg noch halbwegs vernünftig kämpfen. Es wird hier nicht einfach für Kulti, diesen Fight einfach zu überrollen. Aber er macht es hier schon gut. Er baut hier mehr Immortals. Hat auch eine weitere Robo hier gebaut. Heißt mehr und mehr Immortal Production gegen die Ultralisken. Arkons gegen Linge plus Ultras, Void Rays sind mit dabei, also Kulti sichert sich jetzt noch nach und nach dieses Spiel. Ja, hat die kurzen Infester Glyph dann gesehen, aber oh, das sind so viele Queens und Infester in der Nähe, das möchte ich nicht riskieren. Meine Phoenix sind mir doch noch ein bisschen teuer. Ja, die fliegen jetzt hier gleich wieder über die Queens, das ist gefährlich, was Kulti hier macht. Die sind zwar schön zum Scouten, aber trotzdem schwebt hier einiges an Gas und Minerals rum, das man mal investiert hat. Und eben Snoot geht jetzt hier in Corruptor und einfach die Phoenix übrig zu machen, macht sich später auch bemerkbar, weil Stuck kann dann keinen Muta-Switch machen, falls es mal so weit kommen sollte, weil einfach die Phoenix bereits da sind. Ja, Linge werden jetzt hier ausgesendet Richtung 5. Basis. Natürlich, wenn man die umhaken kann, ist gut. Linge machen richtig heftigen Gebäude-Damage, kriegen plus 2 Armor-Upgrade, genauso wie die Ulis. Bis er die gesamten Zerg-Ground-Units. Ja, Linge ist jetzt hier dran. Die Army von Protoss ist in der Nähe eigentlich trotzdem. Man sieht, Linge da machen ordentlich Damage. Da sterben direkt eine Cannon, ein Pylon. Jetzt wird hier die Base gefokust und die Base fällt dermaßen schnell. Die Linge mit dem Attack-Speed-Upgrade überhaupt keine Schwierigkeit. Da kommt der gute Funk jetzt hier auch noch auf die Phoenix. Weitere Follow-Up-Funkel, da kommt nochmal ein Phoenix weg. Aber Queens hauen jetzt hier fröhlich drauf. Corruptor kommt dazu, weiterer Funkel. Es starten hier 6 Phoenix. Und damit die Phoenix-Anzahl hat sich direkt halbiert. Und Snoot hat jetzt hier Corruptor entsprechend gegen die Phoenix da. Und das können eben auch Bloodlords werden. Denn der Greater Spy ist bereits gesetzt. Plus 2 Attack ist eben auch da. Das heißt, die Bloodlords machen auch noch richtig ordentlich Damage. Denn es kommen jetzt hier die Bloodlords. Das heißt, Snoot hat seine
Kombination an Army zusammen. Ulis, Brust, Blue Rods mit guten Upgrades. Jetzt sind hier noch ein paar Phoenix da, aber trotzdem, da können weitere Fungals und Infested Turns kommen. Dann sind die Phoenix auch ziemlich tot. Die Queens sind in der Nähe. Und jetzt geht's hier nochmal an die Phoenix. Da sind nicht mehr viel übrig. Phoenix nehmen jetzt hier mehr Damage. Die Warriors kommen jetzt hier mit dazu. Wollen unbedingt die Blue Rods canceln. Ein Feedback nochmal auf den Fester. Allerdings, es reicht nicht ganz. Die Phoenix sind kurz vorm Tod. Die Warriors hier auch gefangen. Die restliche Protoss haben hier hinten gefangen. Also, Multi gerade mit einem ziemlich schlechten Engagement. Und jetzt sind hier die Blue Rods fertig. Und jetzt hier hagelt hier Brütlinge runter mit plus 2 Attack. Und ja, die Immortals haben dagegen wenig zu melden. Es kommen nochmal Storms auf die Völker. Es sind so viele Queens hier auch mit da, mit Transfuses. Die Warriors fallen hier gegen die Queens. Archon plus Immortal werden zurückgedrängt. Kulti verliert hier richtig viele Einheiten. Richtig wichtige Einheiten. Er verliert hier diesen Fight und Snoop pusht jetzt hier langsam aber stetig über die Mitte der Karte. Er hat Großteil seiner Ulis verloren, aber er pumpt nochmal 50, 60 Länge nach. Hat immer noch Infest übrig, wenn die auch kaum noch Energie übrig haben. Und eben Queens, aber auch die Queen-Energie geht ein bisschen der Neige zu. Also wenn Protoss hier nochmal vernünftig ein bisschen Army aufstellen kann, kann er dagegen schon irgendwie fighten. Klar, er braucht unbedingt Voidless, um gegen die Air was zu machen, weil die Queens und die Queens keine Fusus mehr haben, kriegt man auch die Bluegods aus dem Leben. Ein Bluegod wurde nochmal gesniped von den Blinkstalkern, aber jetzt geht's weiter vorwärts mit den ganzen Dingen. Wenn das sind die Bluegods, hacken hier auf die vierte Basis rum, ein Uli wird abgestellt zur fünften Basis, aber das sind momentan so viele Cannons, da hat der Uli ziemlich schwer, jetzt kommen hier Linge mit dazu, aber die Cannons in guter Position können nicht so gut angegriffen werden, aber Linge mit guten Upgrades fräsen sich trotzdem relativ schnell durch. Snoot kampiert jetzt hier zwischen vierter und fünfter Basis vor dem Eingang zur dritten und Kulti versucht nachzubauen mit allem, was er irgendwie hat, pumpt hier drei Void Rays gleichzeitig. Natürlich Void Rays gegen diese Army kann funktionieren, natürlich die Queens haben jetzt in der Zeit, in der Void Rays gebaut werden, auch wieder Energie. Was eben nicht sonderlich schön ist hier von Protoss, Dinge fräst jetzt hier durch die Problem. Die vierte ist quasi tot. Da gibt es jetzt hier Voidway Go auf die Bootlords. Eigentlich Bootlords hier zweimal Transfused, überlebt immer noch. Voidways ziehen sie zurück. Weitere Bootlord wird angegangen. Nein, kurz angelasert. Weitere Transfused drauf. So, Snoot geht jetzt hier auch sehr großzügig mit seiner Energie um. Linge versuchen hier kurz den High Ground zu erreichen, aber hier sind doch einige Mortals Archons und die Position ist für Linge nicht optimal. Man lässt lieber den Push den Bootlords. Da kommt jetzt nochmal ein guter Funkel auf die Army. Das schwächt die Army natürlich. Ja, weiterer Vollabfangel immer noch auf den Archon, heißt dieser Archon ist auch ziemlich schnell tot, bis er nimmt ziemlich viel Schaden. Die fünfte Basis lebt noch vom Protoss, die ganzen Cannons wurden rausgenommen, eigentlich Adepts wurden reingehoben, um das Ding zu sichern. Und jetzt geht's hier zur Sache an der dritten, das Building Place momentan gut für die Protoss-Armee, da wird sie nicht direkt von den Lingen belagern, aber trotzdem, die Menge einfach von Snoot klopft jetzt hier an. Snoot hat zwar nicht viel Economy dahinter, aber er hat einfach die richtig dominante Armee. Die Voidwaves müssen das jetzt irgendwie regeln, die Linge waren jetzt hier schon mal geklärt, eigentlich die Mainbase, die ist aufgebrochen, jetzt geht's hier auch an die Mainbase, da sterben viele Pylons, viele Gebäude. Die Bullets hier nach wie vor in guter Position. Wann möchte hier Kulti den Go starten? Er schickt jetzt hier stattdessen die T-Spurs Adepts an die vierte von Snoot, heißt auch Snoots Economy. Wird gleich ziemlich den Bach runtergehen. Und jetzt kommt es hier zum Army-Fight. Die Voidwaves hier chargen vorwärts. Wollen hier die Bullets fokussen, schaffen auch den großen Bullets zu fokussen. Jetzt geht es hier auf die Queens, da kommen Funkel auf die ganzen Voidwaves. Und die Queens jetzt hier mit vielen Transfuses können den Fight gegen die Voidwaves für sich entscheiden. Snoot pusht jetzt hier durch. Die Ulis reißen den Rest der Economy ab. Die Bullets sind immer noch zwei übrig. Fallen hier fröhlich in die Gegend rum. Queens hier zwar langsam, aber trotzdem. Die hauen sich hier nach und nach durch alles durch. Es ist ein Overseer da. Der könnte fast zu Tode gefeedbackt werden. Wenn das hier drüben an der vierten Basis von Snoot ist, auch nicht mehr viel los. Sein Income ist entsprechend genauso wie es mit das von Protoss, aber Protoss fehlt hier eben seine komplette Production. Die Netspell ist de facto nichts. Die Mainbase ist tot, die dritte ist tot. Es steht gerade alles nur noch an der vierten und das sind hauptsächlich Probes. Also ich sehe für Kulti gerade nicht viele Chancen, das mit seiner aktuellen Armee zu reißen. Ja, das sieht er jetzt hier auch ein. Sieht, dass da weitere Infester kommen, weitere Länge. Wirft das GG. Und nach 18 Minuten interessanten PvZ hier. Snoots wieder mit seiner ultimativen Army-Komponisation von Queens, Ulis, Broodlords und Infester Support. Hat's wieder mal geregelt, obwohl er in die Economy stark hinten war. Der Kulti hat lange dagegen gehalten, aber es hat ultimativ einfach nicht gereicht. Was braucht man gegen die Army? Tempests sind von Vorteil, gerade gegen die Ulis. Aber die brauchen eben Zeit und Geld. Und Snoot hat eben dann direkt den Push angesetzt. Dieser Fight hier in der Mitte der Karte, das war richtig schlecht für Kulti. Der hat eben den Hauptfight verloren und eben richtig viele Units einfach nur dem Zerg geschenkt praktisch. Ja, gut gemacht hier von Snoot. Bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es ist ein Action Replay Cast. Macht's gut und ciao.